Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch ganz kurz das Gewinnspiel auslosen für diesen signierten Beutel von Jennifer Larmentrout. Es sei ja noch wichtig hinzuzufügen, ich habe mein Bügeleisen immer noch nicht gefunden. Wer mein Video damals geguckt hat und sich erinnert, dieser Textilstift muss einmal noch 60 Grad übergebügelt werden, dass er wasserfest ist. Ich habe mein Bügeleisen noch nicht gefunden. Also hier schon mal die Info an den Gewinner. Bitte einmal drüber bügeln, sonst kann es passieren, wenn ihr den Beutel nutzt und wascht, dass die Unterschrift irgendwann abgeht. Ja, ich habe mein Bügeleisen immer noch nicht gefunden. Irgendwo in irgendeinem Karton im Keller ist es. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe nicht gesucht. Ihr kriegt das schon hin und bügelt euch den Beutel einfach selber. Ja, diesen Beutel gab es auf jeden Fall zu gewinnen und ich habe wie immer hier mir alle Teilnehmer aufgeschrieben und lose die jetzt mit euch aus. Ich mische hier noch einmal durch. Und greife jetzt einfach mal hier rein und ziehe einen Gewinner. So. Hier haben wir unseren Gewinner oder Gewinnerin. Und gewonnen hat Annika Fiedler. Ich glaube, ich habe so klein geschrieben, dass man es nicht lesen kann. Ja, auf jeden Fall hat Annika Fiedler gewonnen und ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Annika. Ich blende hier auch nochmal den Kommentar von der Annika ein und ja. Liebe Annika, schreibst du mir bitte eine E-Mail an diese Adresse, dass ich dir das zuschicken kann, also mit deinen Daten. Boah, es ist nach Feierabend, ich kann heute keine klaren Sätze mehr formulieren. Also nochmal von vorne. Liebe Annika, würdest du mir bitte eine E-Mail mit deinen Daten schreiben an diese E-Mail-Adresse? Und ja, herzlichen Glückwunsch, du hast den Beutel gewonnen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dem Turnbeutel und nicht vergessen, einmal kurz drüber bügeln. Und ja, alle anderen, die nicht gewonnen haben, es tut mir wirklich leid für euch. Ihr habt so viele tolle Kommentare geschrieben und ich habe bei ganz vielen Leuten gemerkt, wie unheimlich gern sie diesen Beutel gehabt hätten. Das war's dann an dieser Stelle auch schon von dem kurzen Auslosungsvideo. Ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wie gesagt, ich fühle gerade mit allen, die nicht gewonnen haben. Es tut mir voll leid, aber ja, ich habe nur einen Beutel zum Verlosen. Und ja, wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es auch nochmal eine Chance. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.